Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu Spirit Leben mit Stil in der neu für die Öffentlichkeit zugänglichen Villa der berühmten Trapp-Familie. Sprechen wir heute über den rechten Umgang mit Tieren und das tun wir ausgerechnet mit einem Weihbischof, dem Weihbischof von Salzburg, Andreas Lauen. Willkommen in unserer Sendung. Grüß Gott. Herr Weihbischof, Sie haben sich den Ruf eines Tierbischofs erworben und das, glaube ich, aus zwei Gründen. Zum einen, haben Sie, weil man wusste, dass Sie persönlich ein enges Verhältnis zu Tieren haben. Also den Ruf oder besser gesagt den Titel habe ich mir erworben von einem sehr bekannten und von mir sehr geschätzten österreichischen Journalisten, der leider nicht mehr lebt, Günter Nenning, dem ich einen Artikel zum Thema Tiere geschickt habe, aus meinem Computer. Und daraufhin hat er eine Glosse geschrieben und hat sie überschrieben, der Tierbischof. Also seither habe ich diesen Titel und trage ihn durchaus gerne, der Tierbischof. Es geht zurück in meine Biografie. Ich habe schon als Kind Tiere immer gemocht und manchmal auch so Kleintiere gehalten, soweit meine Eltern mir das erlaubt haben. Das ist nicht so weit hinaufgestiegen. Also Elefanten habe ich eben nie gehabt, aber einen Goldhamster und so halt nicht. Also das hatte ich immer. Und dann hatte ich in meinem schon erwachsenen Leben eine Hündin, die ich heiß geliebt habe. Die habe ich dann, wir sitzen jetzt in Salzburg, da passt, Pamina genannt. Und diese Pamina war sehr bekannt, auch dann Weihbischof mit Hund, auch bei der Presse. Pamina übersiedelt nach Salzburg hat es irgendwo geheißen, weil ich aus Wien eben nach Salzburg übersiedeln musste, im Gehorsam gegenüber dem Heiligen Vater. Sie haben diesen Ruf des Tierbischofs dann aber gerechtfertigt, indem Sie einmal eine Enzyklika, also ein päpstliches Lehrschreiben, vorgeschlagen oder angeregt haben über die Tiere. Warum das? Na gut, dann kommen wir jetzt zur Ernsthaftigkeit der Frage. Ich glaube, das ist durchaus auch ein Thema einer missachteten, na Minderheit kann man vielleicht nicht sagen, aber doch einer, sozusagen einer Lebensgruppe, einer Lebewesen auf dieser Erde, die teilweise wirklich grausam und schlimm behandelt werden. In den Kulturen unterschiedlich natürlich, aber doch im Grundsatz ist es ein Anliegen, dass auch die Tiere man soll nicht von Tierrechten sprechen, weil Menschenrechte und Tierrechte, das ist doch eine andere Qualität. Aber man könnte es auch richtig verstehen, insofern auch einem Tier, je nach seiner Gattung auch, doch eine bestimmte Ehrfurcht und Respekt und entsprechende Behandlung gebührt. Und da hat es eine gewisse Parallelität zum Begriff der Menschenrechte. Trotzdem möchte ich das nicht so in eins setzen oder den Begriff verwende ich an sich nicht, weil immer die Gefahr besteht, von der anderen Seite her, dass Menschen Tieren wirklich die gleichen Rechte geben wollen. Und das ist dann wieder falsch. Welchen Rang, welche Bedeutung haben denn Tiere nach christlicher Auffassung in der Schöpfungsordnung? Ja, man könnte damit anfangen, dass Adam, bevor ihm die Eva zur Seite gestellt wurde, sich mit den Tieren beschäftigt hat und auch ein bisschen getröstet. Und in seiner Einsamkeit nicht. Und da denke ich mir, naja, das ist, wenn man fragt, ja, warum hat Gott eigentlich die Tiere geschaffen? Also bei manchen Tieren versteht man es nicht, warum er es gemacht hat. Gewisse Blutsauger und Kakerlaken und gut. Aber dann wieder denke ich zum Beispiel an viele alte Menschen, die allein geblieben sind, der Ehepartner ist nicht mehr da, die Kinder sind ausgezogen, aber sie hat vielleicht ihre Katze oder sie hat ihren Hund, er oder sie. Und das gibt noch ein Stück Lebendigkeit, das dann da ist und ein gewisser Trost, eine Freude für den alten Menschen. Finde ich wunderbar. Und umgekehrt auch bei den Kindern, aber auch nicht nur den Kindern, bei jedem Menschen, dass Tiere eine positive Rolle spielen können. Bei Kindern denke ich mir zum Beispiel, sie können auch Verantwortung lernen, Sorge für, Erbarmen mit. Das sind sehr wichtige Gefühle und Erlebnisse im Leben eines Kindes, in der Erziehung, um es auch später mit den Menschen
zu haben und zu verstehen. Also da sehe ich doch auch einen guten pädagogischen Sinn. Nicht nur darin, dass ich einmal gelesen habe, dass Menschen mit Tieren weniger Infektionskrankheiten haben, was ich mir damit erkläre, dass zum Beispiel ich mit meinem Hund eigentlich ständig eine Art Immunität erworben habe, wenn ich die Bakterienwelt meines Hundes ja auch verarbeiten musste mit meinem Immunsystem. Haben die Tiere einen Eigenwert oder sind die nur, wie Sie es jetzt beschrieben haben, für den Menschen da in ganz vielfältigen Funktionen? Da möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mit einer jetzt schon sehr betagten Tante von mir diskutiert. Irgendwie sind wir auf das Thema gekommen. Und sie hat gesagt, ja, aber wozu brauchen wir Elefanten? Es wäre ganz wurscht, ob die aussterben. Da habe ich gesagt, aber nein, das ist doch ein so schönes Tier. Es ist doch schön, dass es so ein Tier gibt. Auch wenn das, dann brauche ich kein Schnitzel von dem Elefanten, um zu sagen, es ist schön, dass es ihn gibt. Es ist einfach gut, ein wunderbares, prachtvolles Tier. Und bei vielen anderen gibt es auch so, wo ich mir hoffe, dass sie nicht von Menschen umgebracht werden, nicht ausgerottet werden, sondern dass sie erhalten bleiben, zum Reichtum der Schöpfung gehörend. Viele machen sich Sorgen um die Tiere. Sie haben schon angesprochen, Massentierhaltung zum Beispiel, Tierversuche. Und viele Menschen leiden da ja sehr mit. Die Tierschutzvereine sind voll von Menschen, die sich da engagieren wollen, weil sie das nicht ruhen lässt. Und manche davon sagen, das liegt im tiefsten daran, dass die christlich-jüdische Ethik gesagt hat, die Tiere sind nur dienstbar für den Menschen. Der Mensch hat die Herrschaft über die Tiere. Trifft das zu? Also die Leute, die immer behaupten, sie kennten die jüdisch-christliche Ethik, sind meistens daneben und kennen sie überhaupt nicht. Und vor allem, wenn Sie jetzt das so formuliert haben, so der Begriff Herrschaft, was bedeutet der Herrschaft? Herrschaft, was ist das? Reden wir da von einer brutalen Sklaverei oder einer wohltuenden, das Lebewesen respektierenden Herrschaft? Ich habe auch geherrscht über meinen Hund, mehr oder weniger zumindest. Wir haben uns dann immer auf einen Kompromiss geeinigt, was jetzt wirklich geschieht. Aber Spaß beiseite. Ich habe ja das Wohl des Tieres immer mitbedacht. Das war ja nicht nur ich, und jeder Hundebesitzer weiß, dass man mit dem Hund spazieren gehen muss. Und ja, ich kenne eigentlich kaum einen Hundebesitzer, der nicht einfach auch Dinge tut, weil er sagt, na, das freut ihn jetzt. Sei es, dass ich ihm irgendwas zum Essen bringe, was er besonders gern hat, oder dass ich mit ihm spazieren gehe oder schwimmen gehe, wo ich klarerweise meinen Hund immer mitgenommen habe. Also dieser Herrschaftsauftrag heißt nicht, dass die Tiere der Willkür des Menschen ausgesetzt sein sollen, sondern ist vielleicht mehr, wie der Gärtner über den Garten herrscht, indem er ihn pflegt. Ja. Oder? Wobei die Herrschaft über das Tier natürlich wieder um eine andere ist als im menschlichen, staatlichen, politischen Bereich. Das Tiere sind Tiere. Ich sehe im Orangutan nicht meinen Vorfahren, wie ich das in einem Buch einer berühmten Forscherin über Orangutan-Forscherin gelesen habe, also unsere Vorfahren im Urwald und so. Das ist Unsinn. Der Mensch ist wirklich etwas qualitativ ganz anderes als ein Tier. Trotzdem respektiere ich so ein prachtvolles Tier. Und die Herrschaft heißt auch Sorge zur Erhaltung dieser Tiere. Das kann natürlich auch bedeuten, ein Tier mal abzuschießen, aber selbstverständlich. Das erklären mir die guten Jäger. Ich rede jetzt nicht von denen, die am Töten des Tieres Freude haben, sondern von einem guten Jäger. Der hat mir dann erklärt, warum der Waldbestand und die Tierpopulation im Gleichgewicht gehalten werden müssen. Und daher muss er auch Stücke herausschießen, weil es nicht anders geht. Ich habe das einmal in einer sehr interessanten Fernsehdokumentation auch von Afrika gehört, wo da erklärt wurde, dass die Elefanten, dadurch, dass ihre ganz alten kilometerweiten Wege, hunderte Kilometer, abgeschnitten wurden durch Grenze und Zäune und so weiter, besteht die Gefahr, dass wenn zu viele Elefanten in einem bestimmten Gebiet sind, zerstören sie die Umwelt so sehr, weil sie die Bäume niederreißen und alles wegfressen, dass dann gleichsam die Lebensgrundlage des Elefanten selbst zerstört wird. Also muss man ab und zu Elefanten herausschießen,
damit der Biotop, in dem er lebt, erhalten bleibt. Und außerdem kommt dazu, das war auch ein sehr interessanter Aspekt, dass für die einheimische Bevölkerung der Elefant eine Lebensgrundlage sein kann, wenn er den Elefanten an irgendeinen Amerikaner verkauft, der dann kommen darf und einen bestimmten schießen darf. Davon lebt die Bevölkerung. Und wenn sie davon lebt, dann wird sie auch Interesse haben, die Elefanten zu schützen. Also in dem Augenblick, wo man so eine kontrollierte, vernünftig überlegte Jagd zulässt, schützt man den Elefanten selbst, der gejagt wird. Das ist ein sehr interessanter Kreislauf. Und dann denke ich mir, das ist die Verwaltung dieser Erde, die dem Menschen anvertraut ist, aber eben nicht im Sinne einer Sklaverei und einer bloßen wirtschaftlichen Ausbeutung, schon gar nicht, sondern dass die Tiere, so wie die Menschen, eben auch erhalten bleiben. Und auch, wie Sie vorher gefragt haben, um das Tier selbst willen. Und jenes Tier nur anzuschauen unter dem Gesichtspunkt, bist du vielleicht ein Schnitzel, ja oder nein, das ist falsch. Sondern es gibt auch den Wert des Tieres um seiner selbst willen. Ich sage den Leuten immer, Leute, das ist auch die Spur Gottes, dass es so etwas Schönes gibt. So wie ich in Blumen, die möchte, kann man sagen, wozu kann ich Rosen in Salat verarbeiten? Nein. Aber sie ist einfach schön. Ich kann sie meiner Braut schenken und sagen, ich liebe dich und schenke dir eine rote Rose. Nicht, da hat die Rose auch einen tiefen Sinn. Und ich sage, sie ist jetzt im Frühling, die Blumen kommen daraus. Das ist doch Spur Gottes. Das ist doch ein Zeichen der Macht und der Herrlichkeit Gottes. Die Gloria Dei, so heißt im Sanctusgebet. Die Herrlichkeit Gottes finde ich in den Blumen und auch in den Tieren. Und das möchte ich erhalten haben, dass die Menschen sagen, unglaublich, wie kann denn das geben? Der Darwin irrt, das ist völlig falsch, was er gesagt hat. Nicht völlig, er hat schon interessante Punkte, aber zu glauben, dass das alles, dieses Wunder der Natur, alles aus dem Zufall kommt, also wenn jemand das studiert und das immer noch sagt, dann zweifle ich an seinem Verstand. Und wir halten fest, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied nach Auffassung des Christentums, einen qualitativen Unterschied. Der Mensch ist nicht einfach ein höher entwickeltes Tier, sondern etwas völlig anderes. Ja, Entschuldigung, nicht nur der christlichen Auffassung. Da genügt der Hausverstand eigentlich, das zu sehen, dass das ein Unterschied ist. Das möchte ich schon auch dazu sagen. Das kommt von diesem unseligen Ideologie, das alles eine atheistische Ideologie, die behauptet, das sei ja alles nur ein Topf, nicht Mensch und Tier. Das ist ja interessant, nicht? Weil der Atheist muss das ja behaupten, er kann ja gar nicht anders, denn es gibt die Tiere. Woher sind die gekommen? Vorher gab es sie einmal nicht, das weiß man. Einmal gab es sie, also müssen sie irgendwie durch Zufall entstanden sein. Und der Mensch passt dann da hinein. Der Christ hat mehr Möglichkeiten, nicht kann sagen, na, wie ist denn das, wie hat denn Gott den Menschen geschaffen? Das ist ein Unterschied, aber könnte es sein, dass da Zusammenhänge sind, weil doch biologisch gesehen sehr wohl Parallelen da sind und so weiter. Aber ich bin viel freier in meinem Denken. Ich bin nicht geknechtet durch die atheistische Vorurteil, dass es Gott nicht gibt und daher Gott auch nicht gewirkt haben kann. Sie haben schon gesagt, es fällt bei manchen Tieren schwerer, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen als bei anderen. Haben denn Tiere untereinander nicht alle den gleichen Rang? Die Tiere, wie man sagt, die Menschen sind gleich? Die Menschen sind übrigens auch unterschiedlich, sie haben die gleiche Würde, aber sie sind nicht alle gleich, bekanntlich. Und bei den Tieren ist es aber doch noch einmal anders, weil die Menschen haben wirklich dasselbe Sein. Aber zu sagen, es ist alles dasselbe, eine Stubenfliege und der schon zitierte Elefant, das ist einfach ein Unsinn. Das sind zwei verschiedene Arten von Tieren und da bin ich doch der Meinung, da gibt es sehr wohl auch einen Unterschied im Wert. Also die Erhaltung des Elefanten ist von einer, hat einen, oder nehmen Sie auch schon viele schöne an, sogar gefährliche Tiere wie der Löwe, möchte ich nicht ausgerottet wissen, hat eine andere Würde, einen anderen Rang als irgendwelche Insekten, die vielleicht noch dazu überhaupt keinen Nutzen bringen, auch keinen Nahrungsnutzen für wieder die Vögel zum Beispiel, sondern nur grauenhaft sind. Ich habe mal bei einem evangelischen Theologen gelesen, ob nicht auch der Teufel eine Rolle gespielt hat bei der Entstehung mancher Tierarten, weil es doch nicht gut vorstellbar ist, dass Gott gewisse Parasiten geschaffen hat, die wirklich nichts anderes tun als andere Lebewesen und eben auch den Menschen zu quälen.
Da gibt es zum Beispiel so einen Wurm da in Afrika. Die schönsten Seen, die also wirklich ein Paradies wären, sind unbenutzbar für den Menschen, weil dieser Wurm da drinnen ist, der dann unter die Haut geht und in die Leber hinein und alles zerstört. Also ein grauenhaftes Tier, da kann ich doch nicht gut auch den Kindern nicht sagen, schau, der liebe Gott, so lieb er diesen Wurm erschaffen. Das geht doch nicht. Ja. Ein Vater, der mich liebt, setzt mir nicht in mein Leben dieses grauenhafte Viech. Und daher möchte ich da schon auch die Amophelesfliege mit der Malaria, was ist das? Was wäre das für ein Glück, wenn wir die ausrotten? Die Pestbazillen haben wir ja schon fast ausgerottet. Es gibt, glaube ich, noch Kulturen, die in Labors noch gehalten werden, aus mir nicht bekannten Gründen. Aber sonst sind wir froh, wenn wir sie umgebracht haben. Also das gibt schon auch. Das ist auch ein Gesichtspunkt. Und die Gesichtspunkt. Schöpfungsfrage, eigentlich eine TOTC-Frage, kann man sehr wohl damit auch stellen. Ne? Manche stellen vielleicht deshalb auch die Tiere gerne auf die Stufe mit den Menschen, weil sie sagen, nur dann kann ich die Tiere richtig schützen. Ach, völlig falsch. Ich muss nicht, wenn ich einem Bauern sage, er soll seine Kuh ordentlich behandeln, was die meisten Bauern ja ohnehin tun, dann muss ich ihm nicht sagen, weißt du, das könnte deine verstorbene Großmutter sein, die sich da reinkarniert hat in der Kuh. Ich möchte die Kuh und das Tier und den Hund und die Katze und den als Kuh, Katze, Hund gut behandelt wissen. Aber nicht auf dem Umweg, es ist ja eigentlich vielleicht doch ein wiedererstandener Mensch im Sinne der Reinkarnation. Das ist Unsinn. Da werden die Tiere nie geschützt werden, weil das glaubt ja niemand richtig, wirklich. Sondern ich sage, es ist nur ein Tier, aber als Tier bitte ich es zu achten. Das gehört mit zu meinem. Und dann sehe ich nämlich auch die Unterschiede, ob ich eine Moskito erschlage oder ein Tier irgendwie willkürlich abschieße, um dann seine Hörner im Zimmer aufzuhängen. Also mir scheint, das ist kein Motiv, ein schönes Tier zu erschießen. Etwas haben die Tiere vielleicht aber doch den Menschen voraus. Der heilige Thomas von Aquin hat es einmal gesagt, sie hätten eine größere Gottunmittelbarkeit als der Mensch. Was kann er da gemeint haben? Also die Stelle ist mir jetzt ehrlich gestanden nicht bekannt. Das ist vielleicht auch keine Schande, weil Thomas von Aquin hat so viel geschrieben, dass es erstaunlich wäre, wenn ich wirklich alles gelesen und alles mir gemerkt hätte noch dazu. Aber davon einmal abgesehen. Tiere kann man natürlich sagen, leben heilig, insofern sie den Willen Gottes entsprechend ihrer Natur erfüllen. Weil sie haben ja keine Einsicht, nicht die gleiche Einsicht wie wir, sie haben ein Erkennen, aber nicht die Einsicht, die ein Mensch hat, und haben nicht den freien Willen. Obwohl mein Hund schon manchmal seinen freien Willen geäußert hat, aber das ist natürlich wieder mehr fürs Kabarett gedacht, diese Bemerkung. Aber die Unmittelbarkeit zu Gott besteht nicht nur darin, dass etwas seinem Willen ganz entspricht. Da könnte man sagen, das machen die Sterne und die Planeten insgesamt auch, weil sie den Kreislauf in der Schöpfungsordnung nach den Gesetzen der Natur sich daran halten, weil sie gar nicht anders können. Der Mensch hat natürlich eine Gottnähe, die kein Tier haben kann. Nicht, weil ich sie nicht gönne, sondern es kann es nicht haben. So wie mit meinem Hund habe ich oft gesagt, warum siehst du nicht da diese schönen Frühlingsblumen, geh da nicht drüber. Ein Hund ist nicht in der Lage, Schönheit wahrzunehmen. Das ist eine spezifisch menschliche Fähigkeit. Und da muss man, das komme ich auch zu der interessanten, jedem Hundebesitzer, der uns zuschaut, wird mich verstehen, Frage, kommen Tiere in den Himmel? Ja. Ich habe mal einem Kind gesagt, weißt du, wenn Gott sehen sollte, dass du nur glücklich bist im Himmel, wenn dein Meerschweinchen auch da ist, dann wird es sicher da sein. Wenn das so ist, dann. Aber ich kann es dir leider nicht versprechen. Aber wenn man sagt, ja, aber die neue Schöpfung, denke ich mir persönlich, ja, wir haben keine Prospekte, keine Werbefilme von der neuen Schöpfung, also eine wirklich dogmatische Glaubensaussage habe ich nicht anzubieten. Aber da ich ja nachdenken darf, und die Bibel spricht auch in Bildern, himmlisches Hochzeitsmahl, was wird es dort geben, Tafelspitze oder was? Nicht, das ist ja auch eine dumme Frage. Das himmlische Hochzeitsmahl ist ein wunderbares Bild genommen. Und so sage ich auch, die Blumen, die Schmetterlinge, die Schönheit der Tierwelt, das soll es alles nicht mehr geben. Ich denke mir, vielleicht gibt es es doch in irgendeiner Form. Und dann heißt aber, ja, aber mein Hund war ja
nehmen wir an, der ist doch mit im Himmel, dann ist er mit mir, aber genauso auf einer Ebene, wo er nicht, er kann nicht an Gott teilhaben, wie ich das als Mensch dank der Gnade Gottes teilhaben werde. Aber er kann da sein, so wie er in meinem Leben, die Hündin war da, aber sie hat nicht verstanden, was ich rede, sie hat nicht verstanden, was ich schreibe. Das, meine Welt als Mensch hat sie nicht mitvollzogen, sondern auf ihrer Ebene. Und so kann man auch sagen, möglicherweise wird es den Reichtum der Schöpfung auch in Bezug auf Tiere und manche Pflanzen wiedergeben oder Kristalle, aber halt auf der gleichen Seinsebene wie jetzt. Aber es ist doch eine Hoffnung auch für alle Tierbesitzer, dass sie vielleicht nicht auf ewig von ihren lieben Haustieren getrennt sind. Es gibt ja auch so ein Bild im Alten Testament, wo es heißt, bei Jesaja, glaube ich, über die Schöpfung der Zukunft, dass da der Wolf bei dem Lamme liegt, friedlich und so. Na gut, das ist eine exegetische Auslegung. Das hat besagt, dass das nicht in dem Sinne eschatologisch verstanden werden kann, wortwörtlich auf den Wolf und das Lamm bezogen. Wenn wir da gleich in Wortschwierigkeiten kämen, was ist denn, wie kann ein Raubtier, dann ist es dann trotzdem kein Raubtier mehr, weil sonst müsste ja wieder das arme Schaf überfallen und so weiter. Nein, solche Details sind ja vielleicht zum Spaß machen geeignet, aber nicht wirklich ernsthaft. Ich würde sagen, überlassen wir es der großen Weisheit Gottes. Es wird schon richtig werden. Meinen Freunden habe ich zwar schon eben auch bei einem Glas Wein und ein bisschen mit einem im heiteren Unterton dann gesagt, wenn ich einmal in Richtung Ewigkeit gehe, wird mir dann wahrscheinlich mein Hund entgegenkommen und dann wird es überhaupt viel leichter für mich hineinzukommen, weil der Erzengel sagt, na, mit so einem netten Tier und mein Hund wird für mich Stellung nehmen und so weiter und so weiter. Mit solchen Späßen habe ich schon auch hantiert, aber ernsthaft Aussagen können wir nicht machen, nur dass Gott in seiner Herrlichkeit eine neue Erde schaffen wird. Wir werden mit Leib und Seele auferstehen. Warum sollen wir auch nicht den Reichtum der Schöpfung jetzt da sein, in irgendeiner Form? Aber ich überlasse es ihm. Er wird alle unsere Träume noch einmal überbieten. Haben Tiere eine Seele? Wird oft gefragt. Naja, sie sind belebt. Also haben sie eine Tierseele, aber nicht auf das Wort, was heißt das Wort Seele? Das Prinzip des Lebens. Und das ist eben ein anderes Prinzip des Lebens als meine Seele. Das ist der Unterschied. Als Mensch bin ich ein Mensch, das ist ein Tier und hat eine Tierseele, eine Hundeseele, wenn Sie so wollen, nicht? Oder eine Löwenseele oder eine Eisbärenseele. Die Tiere spielen ja eine große Rolle für sehr viele Menschen, für Sie selbst ja auch, haben Sie ja gesagt. Und da kontrastiert es doch ein bisschen, dass die Kirche in ihrer alltäglichen Seelsorge sich relativ wenig darum kümmert. In letzter Zeit haben da einige das versucht, dem abzuhelfen, auch Priester, indem sie Tiersegnungen durchführen, Tiergottesdienste. Was ist denn davon zu halten? Also ein Tiergottesdienst ist ein Schmarrn und ein liturgischer ganz falsch. Ich kenne einen Priester, der dann, ein älterer Herr, der hat dann die Tiere in die Kirche hineingenommen. Während die Kirche nachher geputzt hat, weiß ich nicht, aber das finde ich einen Unsinn. Das ist schlicht und ergreifend ein Unsinn. Eine Schwalbe kann sich in die Kirche hinein verirren, dann flattert sie herum und ich hoffe, dass sie den Weg wieder hinaus findet. Das gönne ich der armen Schwalbe. Aber sie kann ja keine Gottesbeziehung, denn das ist ja der Ort des Gebetes. Und eine Schwalbe kann das nicht. Sorry. Und das Gedue ist falsch. Eine Tiersegnung ist was anderes, weil ein Segnen kann ich nicht, kann ein Haus segnen und warum soll ich nicht auch Tiere segnen können? Das ja. Tiersegnung ja, Tiergottesdienste nein. Viele Fragen, die Sie beantwortet haben, die sich viele unserer Zuschauer, die vor allem die Haustiere haben natürlich, aber auch die als Bauern und Jäger tätig sind, sicher schon oft gestellt haben. Ganz herzlichen Dank, Herr Weihbischof, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei geblieben sind. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Spirit, Leben mit Stil.